Die deutsche Wirtschaft stagniert. Doch anders als die Anhänger von Degrowth und Postwachstum glauben, ist das kein Grund zum Jubeln. Mit Thomas Meyer, Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institutes, spreche ich darüber, was Nullwachstum wirklich bedeutet und was die Folgen sind. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Renewable Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag, Herr Schimmern-Fink. Die deutsche Wirtschaft wird dieses Jahr vermutlich stagnieren. Prognosen sagen nur ein minimales Wachstum voraus. Christian Lindner nannte diese Aussichten peinlich. Ist das treffend beschrieben? Ja, schon. Ist schon ein bisschen peinlich. Ich meine, Deutschland ist ja jetzt, nachdem der Yen so schwach geworden ist, die drittgrößte Wirtschaft der Welt. So, jetzt komme ich. China hat sie natürlich vorgeschoben. Aber unter den G7 die zweitgrößte Wirtschaft. Und da ist es schon ein bisschen peinlich, wenn man dann so hinten herhinkt. Also auch Italien ist besser, Frankreich ist besser. Da hat man schon einen Erklärungsbedarf, warum man so zurückgefallen ist. Wie sind wir in diese Situation geraten? Liegt die Schuld nur bei der aktuellen Regierung oder gehen die Ursachen noch weiter zurück? Ja, also klar ist natürlich, dass Deutschland von den geopolitischen Veränderungen besonders stark betroffen ist. Wir haben Abhängigkeiten aufgebaut gegenüber Russland durch die Abhängigkeit bei der Energielieferung, Gasabhängigkeit. Wir sind abhängig von China, weil China ist ein enorm wichtiger Exportkunde. Die Gaslieferung haben wir aus politischen Gründen gestoppt. Der Handel mit China leidet auch darunter, dass die chinesische Wirtschaft schwächelt. Also das sind die exogenen Faktoren. Die Frage ist halt, ist die deutsche Wirtschaft anpassungsfähig genug an dieses veränderte Umfeld? Und da lautet die Antwort halt, wenn man die Zahlen anschaut, nein, sie ist nicht anpassungsfähig genug. Und da kommen die heimischen Versäumnisse aus der Vergangenheit jetzt zum Tragen. Man hat viel zu lange die Dinge schleifen lassen. Ich bringe es mal immer so auf den Punkt. Und das deutsche Geschäftsmodell bestand ja lange Zeit daraus, dass man Erfolg erzeugt hat aus der Kombination von Know-how, Fleiß und billiger Energie. Das lässt sich nachvollziehen. Die deutsche Industrialisierung begann im Ruhrgebiet mit der Kohle, die da war. Dann hatten wir Öl, das kam aus dem Nahen Osten und schließlich Gas. Immer gab es natürlich Anpassungsprobleme, wenn bei der Energie sich was geändert hat, aber die Wirtschaft hat sich angepasst. Wir hatten Know-how in dem Sinne, dass deutsche Tüftler und Ingenieure Bahnbrechendes geleistet haben, schwäbische Tüftler, denken Sie an Daimler und Benz, Bosch, aber auch andere natürlich in der Chemieindustrie war weltführend. Also wir hatten das alles, Fleiß. Die Deutschen waren fleißig, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Da krempelten alle die Ärmel hoch und packten an. So, und diese Dinge erodieren. Billige Energie ist vorbei. Wir haben durch eine verpatzte Energiewende haben wir mit die höchsten Strompreise der Welt. Das ist vorbei. Know-how. Ich glaube, unsere Unternehmen, in denen dieses Know-how ja generiert wird, das ist ja praktisches Know-how, da werden akademische Erkenntnisse, Ingenieurerkenntnisse werden praktisch angewendet. Das braucht sowohl theoretische Kenntnisse als auch die Fähigkeit, diese theoretischen Kenntnisse umzusetzen. Und das wird immer mehr durch staatliche Regulierung, Zentralplanung sozusagen eingeschränkt. Da gibt es Vorgaben, keine Kernkraft mehr. Das zerstört eigentlich das Know-how, das sich Deutschland in diesem Segment aufgebaut hat, obwohl alle anderen momentan das ausbauen. Oder Elektromobilität statt Verbrenner ausschließlich. Die deutschen Ingenieure waren weltweit führend in der Verbrennertechnologie. Dieseltechnologie ist nirgends so gut wie Deutschland. Jetzt wird es natürlich durch bürokratische, politische Vorgaben, wird dieses Know-how zum Teil entwertet. Und dann haben sie den Anführungszeichen den Fleiß. Heute ist es so, dass viele Leute
jetzt bei uns, anderswo auch, aber bei uns habe ich manchmal das Gefühl, ausgeprägter als anderswo, die sagen dann, naja, Work-Life-Balance ist mir wichtiger als eine Karriere. Das können die auch tun, weil der demografische Wandel hat es jetzt möglich gemacht, dass ich mich jetzt als junger Mensch, der sich um einen Job bewirbt, da muss ich nicht Angst haben wie früher, dass ich keinen kriegen würde, als der Arbeitslosigkeit noch war. Ne? Ich sage, ach, ich will eigentlich eine Work-Life-Balance, ich mache das nicht mehr. Dann gehen die Leute lieber in den öffentlichen Dienst, das ist ein begehrter Arbeitgeber. Dort werden Jobs aufgebaut, als dass sie in die Wirtschaft gehen, um dort produktiv zu sein. Und ich glaube, diese Kombination hat uns jetzt wirklich erwischt. Da bräuchte es einen neuen Aufbruch. Und den hat die Ampelregierung nicht geschafft. Die sagen, sie sind nur 2 Jahre im Amt, aber 2 Jahre, das ist schon mal. Ich meine, die ersten 100 Tage kann man sagen, naja, ihr könnt nicht alles aufräumen, was in 16 Jahren Merkel-Zeit alles erodiert ist. Das können doch nicht 100 Tage, aber nach 2 Jahren muss man sich schon messen lassen darin, was man geschafft hat. Und das ist nicht genug. Was die Ampel aber geschafft hat, Sie hatten es ja auch in einer Ihrer Kolumnen geschrieben, ist, dass die Unsicherheit zuletzt massiv gestiegen ist. Absolut richtig. Da kam halt mit rein, dass der Kurs dieser Ampelregierung nicht klar ist. Das ist eine Ampel, die blinkt. Ne? Die, rot, gelb, grün. Und es blinkt alles. Und jetzt fragt man sich ja, was denn jetzt? Wenn ich mal an der Ampel stehe, das passiert manchmal. Ich habe schon mal erlebt, dass die Dinger nicht funktionieren. Und dann kommt dieser Wechsel. Rot, gelb, grün, rüber. Ja, was denn jetzt? Bleibe ich stehen? Fahre ich los? Weiß ich nicht mehr. Und gewisserweise ist der Regierungsstil, sage ich mal, der hat auch mit dazu beigetragen, dass die Leute wahnsinnig verunsichert sind. Da gibt es so ein amerikanisches Institut, berechnet Politikunsicherheitsindizes. Und für verschiedene Länder, da ist es in den USA ist es ungefähr, naja, das läuft halt so seitwärts, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, die politische Unsicherheit. Aber in Deutschland hat sie sich mit dem Antritt der Ampelregierung verdreifacht. Die Leute wissen nicht mehr so richtig, was Sache ist. Und die schlechten Wirtschaftsaussichten sind die erwähnte Folge. Die Wirtschaft stagniert. Da frage ich mich, jahrelang hieß es ja in gewissen Kreisen, Wachstum ist schlecht, wir müssen uns beschränken und nachhaltiger mit den Ressourcen umgehen. Für die Anhänger dieser Theorie muss ja gerade ein Traum wahr werden. Im Prinzip ja schon. Ich meine, wir sind in diesem Postwachstum, in dieser Postwachstum-Welt jetzt zumindest zeitweilig. Ich hoffe nicht, dass es immer so wird, bleibt. Aber wir sind jetzt da angekommen. Jetzt zeigen sich die ganzen Probleme, die dann aufkommen, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst. Dann gibt es Verteilungskämpfe. Die werden immer intensiver, weil der Kuchen wird ja nicht größer. Es ist ja viel leichter, wenn der Kuchen größer wird, zu sagen, ihr kriegt jetzt ein Stück mehr. Da muss der andere kein Stück hergeben. Jetzt bleibt der Kuchen gleich. Wenn der eine ein Stück mehr will, muss dem anderen ein Stück weggenommen werden. Jetzt haben Sie diese Situation, dass wir erleben es jetzt ja beinahe, ich habe gesagt, beinahe schon täglich, ne, die Streiks. Da wird das Land lahmgelegt, mal durch die Bahn, mal durch die Verdi-Gesellschaft, die Flughäfen lahmlegt. Da sieht man schon, wo nichts mehr zu verteilen gibt, also wo kein Mehrwert zu verteilen ist, wird es härter. Sonst würden die Unternehmen sagen, naja, die Leute sind ja produktiv, die haben so viel mehr geleistet, dann kann ich diese Lohnerhöhung schon mal zusagen. Da sieht man es. Man sieht es auch ganz stark im Sozialbereich. Da hat man die Sozialleistungen enorm ausgebaut. Anhebung, also Einführung des Bürgergelds mit Anhebung eigentlich der Sozialtransfers. Das war ja ein großes Anliegen der SPD, die durch Hartz IV sich sehr gebeutelt fühlte. Und ihr Fokus jetzt im Wesentlichen auf die Sozialhilfeempfänger richtet. Früher war es immer eine Arbeiterpartei, jetzt hat man das manchmal das Gefühl, das ist jetzt also eine Lobbyorganisation für Sozialhilfeempfänger. So, jetzt gibt man der mehr aus. Jetzt steigen die Sozialausgaben im Bundeshaushalt. Die Wirtschaft wächst nicht. Jetzt werden die Steuereinnahmen sprudeln nicht so, wie sie eigentlich hätten sprudeln sollen, dass man diese ganzen schönen Kekse verteilen kann. Ja,
dann hatte man diese clevere Idee. Es gibt so viele Ansprüche, gefühlt auch von den Politikern, an den Staat, die wir bedienen müssen. Dann verschulden wir uns halt, dann machen wir Sondervermögen. Ne? Auch so ein Orwell-Speak, das sind ja keine Vermögen, das sind Sonderschulden. Außerhalb der Schuldenbremse dachte man, könnte man das tun. Der damalige Finanzminister Olaf Scholz war so der Pionier in der Erfindung dieser Schuldentöpfe. Jetzt kommt das Bundesverfassungsgericht und stoppt das. Ja, da ist das Geschäftsmodell der Ampelregierung auf einmal in höchster Gefahr. Ja, denn jetzt muss man mit dem vorhandenen wirtschaften, jetzt muss man neue Prioritäten setzen. Bei Ihren Schilderungen der Streiks musste ich auch an die Bauernproteste denken. Da sieht man ja, was es auslöst, wenn der Staat sparen muss, weil zu wenig da ist. Christian Lindner sprach ja auch davon, dass das geringe Wachstum in sozialer Hinsicht gefährlich sei. Das ist ja genau das, was wir da gerade sehen. Das ist genau der Punkt, richtig. Es ist so viel leichter, Verteilungskonflikte zu lösen, wenn man aus Mehrwert umverteilen kann. Wenn man aus dem Vorhandenen umverteilt, verliert immer einer, damit der andere gewinnt. Aber wie kam man denn in dieser Postwachstumsökonomie auf die Idee, dass wir kein Wachstum mehr brauchen? Das ist, glaube ich, tief angelegt. Ich glaube, man kann das so zurückführen auf diesen rousseauschen Ruf zurück zur Natur. Das ist so ein bisschen eine romantisch-philosophische Haltung, die wirklich aus der Geschichte reinkommt. Da denkt man, naja, die Industrie ist böse, das ist widernatürlich. Man muss zurück zur Natur. Im Süddeutschen, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es diese Anthroposophen, diese Rudolf-Steiner-Bewegung. Man hat so diese romantische Vorstellung, dass man in eine kleinteilige bäuerliche Wirtschaft zurückkehren wollte, die irgendwie herzerwärmend wirkt. Das ist so die eine Linie, wo man sagen kann, ich bin kein Kulturhistoriker, aber ich würde mal als Ökonom das reinwerfen und sagen, da ist so ein bisschen Romantik dabei. Und die Deutschen sind ja bekanntlich ausgeprägte Romantiker. Ne? Das ist das eine. Jetzt kommt das andere, das verbindet sich mit dem, dass die Umweltbewegung sagt, wir zerstören unsere Umwelt. Die Industrie ist umweltzerstörend. Ja gut, ich kann die Industrie, der Ökonom würde sagen, dann muss ich halt die negativen Externalitäten internalisieren, dann müssen die den Verbrauch der Umwelt bezahlen, ja, dann verbrauchen sie weniger Umwelt, das sagt der Ökonom. Aber der Sozialromantiker sagt, das reicht nicht, wir müssen das Wachstum begrenzen, wir müssen die Umwelt schützen, wir müssen die Natur schützen und das führt dann zu Exzessen, was ich da mal gelegentlich gehört habe, und man sagt, am besten wäre die Welt doch, wenn es wieder viel weniger Menschen gäbe oder vielleicht gar keine Menschen. Das ist jetzt ganz extreme, linear verlängerte Position. Dabei muss man ja andersrum sagen, die Industrialisierung, das Wachstum und ja, der Kapitalismus, denn der hat das ja erlaubt, ne, mit dem Aufkommen der kapitalistischen Produktionsweise, ging ja eigentlich das Wohlstandswachstum erst richtig los. Es gibt ja diese wunderbaren Datenbanken von Angus Madison, der ist schon verstorben ist, aber es wird weitergeführt. Da sieht man, wie über die Jahrhunderte, kann schon sagen Jahrtausende, das Bruttoinlandsprodukt, das die Leute rekonstruiert haben, das kann man tun, das geht zum Teil zurück, sagen wir mal, bis römische Zeiten, dass das über Jahrhunderte immer flach war. Flach, 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 flach. Und dann kommt die Moderne. Und dann beginnt es langsam zu steigen. Und dann kommt der Kapitalismus, die Industrialisierung. Und dann geht es durch die Decke. Und das hat das alles möglich gemacht. Aber es geht natürlich gegen diese romantische Vorstellung, wir müssen wieder zurück zur Natur. Und wir müssen der Natur wieder den ersten Platz einräumen, denn der Mensch muss sich zurücknehmen. Das bedeutet aber auch, dass viele Menschen dann verhungern würden und dass die Weltbevölkerung wieder schrumpfen würde, von den jetzt 8 Milliarden vielleicht auf die Hälfte. Das müssen wir mal ganz brutal sehen. Wenn wir dann No Growth haben, dann haben die Leute nichts mehr zu essen, dann sterben die. Das ist das Malthus-Gesetz.
die Vorstellung, als Thomas Malthus, der sagte, die Weltbevölkerung wird halt sich auf ein stabiles Niveau einstellen, weil immer wenn wir dazukommen, ohne entsprechendes Wachstum, verhungern die halt. Und ohne das tatsächlich zu reflektieren, oder vielleicht reflektieren sie es, aber sie sagen es nicht, reden die No-Growthers einer solchen malthusianischen Welt das Wort. Aber ist das jetzt nicht etwas übertrieben? Nur weil die deutsche Wirtschaft nicht mehr wächst, stirbt ja keiner. Man muss vielleicht unterscheiden, ob die Industrieländer immer weiter wachsen müssen und ob der Wohlstand der Schwellenländer wachsen muss, um dort die Bevölkerung zu ernähren. Natürlich, wenn bei uns die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann verteilen wir das Vorhandene um. Da gibt es Verteilungskonflikte. Da muss direkt jetzt mal keiner sterben. Aber gleichzeitig wäre, wenn Sie das Degrowth weltweit ausrollen, und so habe ich die Leute verstanden, dann bedeutet das, dass die Weltwirtschaft nur eine wesentlich kleinere Bevölkerung ernähren kann. Jetzt kann man natürlich theoretisch den Fall durchspielen, dass man sagt, wir wachsen nicht mehr, wir machen Degrowth und die anderen sollen wachsen. Dann stellt sich die Frage, wie geht das? Wie sollen die wachsen? Ja, wenn wir nicht mehr wachsen, ist das natürlich mit der Entwicklungshilfe auch vorbei. Das Problem ist doch dann eher, dass die Schwellenländer keinen Markt haben, um ihre Güter zu exportieren. Wie soll dort also der Wohlstand wachsen? Kann man sagen, ja, wir haben es ja auch geschafft. Ja, wie haben wir es geschafft? Naja, wir haben es so geschafft, dass wir eben die liberale Wirtschaftsordnung und den Kapitalismus eingeführt haben. Dann sollen das doch die machen. Ja? Dann können die auch ohne uns wachsen, wenn die das tun. Versucht Milei gerade in Argentinien, mal sehen, was passiert. Dann drehen sie das Ganze um. Dann sagt sie, gut, wir wachsen nicht mehr, die Industrieländer werden zur dritten Welt, zu den armen Ländern und die anderen übernehmen. Das ist doch auch keine Lösung, oder? Da denken Sie aber in sehr langfristigen Zyklen, Herr Mayer. Naja, ich versuche ja gerade die Argumente, die wir gerade diskutieren, auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen, indem ich die Konsequenzen dieser Argumente bis zu ihrem Ende führe. Und deshalb ist es meines Erachtens ein Fehlschluss zu glauben, wir könnten Degrowth auf globaler Ebene haben. Und ich glaube, es ist auch ein Fehlschluss, wenn wir sagen, wir machen Degrowth nur für Deutschland. Kann man natürlich tun. Ne? Das wäre aber sowas wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und dann sagt die Welt, ja Gott, warum auch nicht? 80 Millionen oder 85 Millionen Deutsche, auf die kann die Welt verzichten. Dann macht halt mal Degrowth. Ich könnte mir, wie gesagt, eher vorstellen, dass das Problem ist, dass ohne ein Wachstum in der westlichen Welt den Schwellenländern der Absatzmarkt fehlt. China hat das ja vorgemacht. Die haben ihren Kostenvorteil ausgenutzt und jahrelang billig exportiert. Dadurch stieg der Wohlstand im Land und das Leben der Menschen besserte sich. Die Chinesen denken sowieso, dass die Blüte des Westens vorbei ist. Der Westen ist dekadent. Der Westen hatte seine goldene Zeit, die ist vorbei. Der geht jetzt in den Sonnenuntergang. China steht bereit. China steht bereit, diese Rolle zu übernehmen. China will wachsen. In China gibt es diesen Kompakt, diesen sozialen Kompakt, sage ich mal, zwischen der Bevölkerung und der kommunistischen Partei. Solange wir, die Bevölkerung, reicher werden, solange der Wohlstand wächst, lassen wir euch, kommunistische Partei, den Staat führen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann machen wir Randale. Man hat es, das sagt man ja, das geht doch gar nicht. Aber schauen Sie sich an, was passiert ist, als die Zero-Covid-Politik auf massiven Widerstand gestoßen ist der Bevölkerung. Die Leute hatten die Nase voll, in den Wohnungen eingeschlossen zu werden oder in den Fabriken eingeschlossen zu werden. Die fingen an zu protestieren. Und das war Ende 22, wenn ich mich recht erinnere. Oder Ende 24, sorry, jetzt bin ich ein bisschen im Schwimmen. Das müsste Ende 2022 gewesen sein. Dann haben die es rumgerissen, ne? Und gesagt, okay, Ende Zero Covid, wir lassen den Virus durch. Also das heißt, Xi Jinping und seine kommunistische Staatsführung
kann nicht ohne die Masse. Und die Masse muss durch Wachstum bei der Stange gehalten werden. Und wenn wir sagen, wir wollen es nicht mehr, dann sagt China, ja, das wussten wir schon lange, dass ihr das nicht mehr wollt. Ihr seid ja dekadent, ihr steigt ja schon ab, ihr habt ja eure alten Werte verloren. Eure alten Werte waren, wie gesagt, Know-how und Fleiß ist weg. Ihr beschäftigt euch jetzt mit irgendwelchen esoterischen, romantischen Kram, dann geht ihr halt unter in der Geschichte und wir kommen. Lassen Sie uns von der Politik wieder zurück zur Ökonomie kommen. Also der Denkfehler dieser Postwachstumsideologie, und so kann man es ja wahrscheinlich nennen, ist, dass zum einen Verteilungskämpfe drohen, weil weniger da ist, und zum anderen, dass sich ohne Wachstum die Lebensverhältnisse in vielen Teilen der Welt nicht bessern. Ja, absolut. Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, das war während der Finanzkrise, wo über alternative Wohlstandsindikatoren abseits des BIP diskutiert wurde. Da ging es dann auch um Lebenszufriedenheit und solche Kennziffern. Das machte das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck. Die haben ja in ihren Wirtschaftsberichten jetzt schon seit einiger Zeit immer ein Kapitel drin, wo sie dann über alternative Wohlfahrtsmaßstäbe berichten und wo sie den Wohlstand dadurch messen wollen, oder zumindest sie führen das parallel mit, dass sie sagen, das BIP ist nicht alles, wir brauchen was anderes. Und dann kommen dann so Dinge rein wie Diversität und andere Maße, was weiß ich, Luftqualität oder so. Das kommt dann extra rein. Ja, das berührt aber ein uraltes ökonomisches Problem. Und das ist nämlich die Nutzenmessung. Und ich glaube, jeder Ökonom, zumindest die klassisch ausgebildeten Ökonomen, wie Sie und ich, wir haben ja in Mikro 1 gelernt, dass Nutzen nicht kardinal gemessen werden kann. Es sei denn, Sie sind in einer Diktatur. Dann gilt eine Nutzenfunktion für alle. Ne? Und diese Nutzenfunktion für alle bestimmt ein Machthaber. Der sagt dann, dein Nutzen besteht aus einem Teil Güter und Dienstleistungen, einem Teil Diversität, einem Teil genderneutraler Sprache. Das erhöht auch deine Nutzen. Das wird ihm dann vorgegeben. Ne? Aber als klassisch ausgebildeter Ökonom sagt man, so geht es nicht. Ne? Es gibt nur sogenannte ordinale Nutzen. Das heißt, ich sage, das Gut ist besser als jenes. Ich kann nicht sagen, um wie viel. Und schon gar nicht gilt diese Nutzenfunktion für alle. Jedes Individuum hat seine eigene Nutzenfunktion. Ne? Und diese Nutzenfunktion bestimmt, wie viel ich von einem entsprechenden Gut nachfrage. Und diese Nachfrage drückt sich dann in einer Zahlungsbereitschaft aus. Ich bin bereit, einen bestimmten Preis zu zahlen. Und diese Zahlungsbereitschaft, dieser Preis, gibt den Unternehmen ein Signal, da ist eine Nachfrage in diesem Umfang für dieses Gut da. Und so ist bei all seinen Schwächen, ich sage ja nicht, dass das Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt, wie immer man das jetzt genau volkswirtschaftlich definiert, dass das der ultimative Wohlstandsindikator ist. Es ist kein Wohlstandsindikator, denn der Wohlstand wird für jeden Einzelnen bestimmt aus seinen eigenen Nutzenüberlegungen. Aber es ist immerhin ein Maß, ist nämlich das Maß der am Markt ausgetauschten Güter und Dienstleistungen, die mit Preisen bewertet sind. Also ein Maß dafür, was die Einzelnen bereit sind, für Güter und Dienstleistungen zu zahlen, reflektiert deren Präferenzen und was die Industrie dann bereit ist, zu diesen Zahlungsbereitschaften zu liefern. Und insofern denke ich, dass es nicht gelungen ist, obwohl da auch der Joe Stiglitz, also Nobelpreisträger oder von Macron beauftragt, ein Alternativmaß zu entwickeln und so weiter. Es ist nicht gelungen, bisher was schlüssig Besseres zu entwickeln als das Bruttoinlandsprodukt. Es sei denn, man geht in eine totalitäre Wirtschaft, wo eine Nutzenfunktion für alle festgelegt wird, nach denen sich dann der Einzelne richten muss. Was ist denn jetzt nötig, um aus dieser Stagnation auszubrechen? Ist die EZB mit ihrer Geldpolitik mal wieder gefordert? Brauchen wir schnelle Zinssenkungen, um wieder für Schwung zu sorgen?
Wir haben uns viel, viel zu sehr daran gewöhnt, immer nach dem Staat zu rufen, bei allem. Ne? Wenn sie Fiskalpolitik nicht richten kann, soll sie Geldpolitik richten. Durch Zinssenkungen, durch Stützung der Finanzmärkte. Das ist eine leider über die Jahrzehnte eingerissene Unsitte. Ich meine, ich persönlich habe den ersten Feuerwehreinsatz der Fed noch hautnah erlebt, 1987 im Aktienmarktcrash, als ich in Washington gearbeitet habe, kam der Greenspan-Put auf. Und so hat sich da über die Zeit eine Art Versicherungswirtschaft entwickelt durch die Zentralbanken. Das ist das eine. Ne? Und das andere ist, dass wir bei jeder Widrigkeit nach dem Staat rufen. Der Staat muss uns schützen in der Rezession. Gut, ja, eine gewisse Unterstützung durch Arbeitslosengeld für Leute, die ihren Job verlieren und Existenzsorgen haben, ist notwendig. Aber nein, der Staat muss uns eine Vollkaskoversicherung bieten. Der Staat muss uns in der Pandemie die Löhne weiterzahlen, auch wenn wir nicht zur Arbeit gehen. Nicht nur unsere Existenzsicherung wahrnehmen, sondern den Wohlstand waren, ja. Und so hat sich da eine Anspruchshaltung an den Staat entwickelt, die der im Sozialismus nahe kommt. Und aus der Geschichte des Sozialismus wissen wir, dass der Staat diese Anspruchshaltung nie befriedigen kann. Das heißt, Ihre Frage war ja, was muss getan werden? Ich glaube, wir müssen von der Staatsgläubigkeit wegkommen. Wir müssen unsere Ansprüche an den Staat reduzieren. Die Bundesregierung sagt, ja, es gibt so viel Bürokratie. Wir müssen das bürokratische Dickicht durchsäubern. Ja. Wie machen wir das? Naja, wir digitalisieren die Verwaltung. Ich würde sagen, schaffen Sie nicht. Sie müssen das Staatsbürokratie-Dickicht tatsächlich schrumpfen. Ich erinnere mich noch, ich war ja in den 80er Jahren in den USA, die ja schon gesagt, ich erinnere mich noch an den Kampfruf der damaligen liberal-konservativen Republikaner. Heute sind die trumpistisch totalitär, beinahe möchte ich sagen, trumpistisch autoritär, aber an die damaligen liberal-konservativen Republikaner der Reagan-Zeit. Und da war der Kampfruf Starve the Beast. Hungere das Biest aus. Was meinen Sie mit dem Biest? Leviathan, das Staatsmonster. Nimm dem Staat das Steuergeld weg und er wird schlanker. Und wenn er schlanker wird, wird er agiler, effizienter, effektiver. Wir haben heute eine Staatsquote von 50%. Das ist nahe des Allzeithochs. Einen fetten Leviathan, der behauptet, er könne sich mit seinem ganzen Fett könnte er sich jetzt behender bewegen und mehr leisten. Das ist ein Trugschluss. Man muss den entfetten. Und deshalb denke ich, dass all diese Maßnahmen, die jetzt so am Rande stattfinden, mal hier ein Schräubchen, mal dort ein Schräubchen, Wachstumschancengesetz, das ist ein Minitropfen auf einen extrem heißen Stein. Puff, weg. Ich glaube, was wir da tun müssten, wäre tatsächlich wieder eine Rückbesinnung auf unsere Fundamente. Was hat uns tatsächlich den Wohlstand beschert? Und das ist mehr Marktwirtschaft, mehr Ordnungspolitik und ein kleinerer Staat. Das Problem ist ja, wenn der Staat wächst, dann sinkt ja die Produktivität. Und Sie nehmen, der Staat macht Gesetze. Die Leute, die die Gesetze machen, die produzieren ja keine Güter und Dienstleistungen, die im Markt gehandelt werden. Eigentlich sollten die das ja ermöglichen, aber sie produzieren Gesetze. Und wenn das viele Gesetze sind, brauchen sie eine immer größere Bürokratie. Die muss die umsetzen, überwachen. Stichwort Kindergrundsicherung. Frau Paus will Kindergrundsicherung. Der nächste Schritt ist eine weitere Riesenbehörde mit, was weiß ich, 5.000 Mitarbeitern oder so, die das dann umsetzt, wird immer größer. Der Staat zieht Leute aus der Produktion, ne, die produzieren keine Güter und Dienstleistungen mehr, die im Markt gehandelt werden, und schiebt sie rein in die Verwaltung, die keine Güter und Dienstleistungen produziert. Das heißt, das Pro-Kopf-Produktion sinkt. Wenn jetzt die im Staatssektor auch noch das Leben derer schwer machen, die Güter und Dienstleistungen für den Markt produzieren, dann haben die nicht nur eine Nullproduktivität, sondern eben die negative Produktivität.
Und ich denke halt, dass dieser aufgeblähte Staat mit dafür verantwortlich ist, wesentlich dafür verantwortlich ist, dass bei uns seit 6 Jahren die Produktivität gemessen als Wertschöpfung pro Kopf, dass die sinkt. Die sinkt. Die müsste aber gewaltig steigen, auch schon wegen der demografischen Änderung. Ne? 2017 haben wir zum Beispiel eine Situation gehabt, da beginnt die Produktivität zu sinken. Da konnten noch 3 Erwerbstätige einen Rentner versorgen. 2030 sind nur noch 2 Erwerbstätige verfügbar, um einen Rentner zu versorgen. Das heißt, die Produktivität der Erwerbstätigen müsste gewaltig steigen, dass die Ansprüche der Rentner befriedigt werden können. Sie sinkt aber. Ne? Und deshalb bewegen wir uns auf dem falschen Kurs, auf einem abschüssigen Kurs. Und das müsste geändert werden. Da bräuchte es eine neue Bewegung. Ich sage mal, das wurde auch schon anderen gesagt, so was wie eine Agenda 2030, aber dringend. Das ist ja jetzt auch so die Sache. Wir reden über das Mini-Wachstum, aber so viel mehr ist ja gar nicht möglich gerade, wenn man mal ehrlich ist. So viel Luft nach oben ist ja gar nicht. Das Potenzialwachstum wird auf 0,5% geschätzt, glaube ich. Also der Jahreswirtschaftsbericht, Herr Habeck, hat seine Experten rechnen lassen, dass es 0,5 sein sollte. Und die 0,5 werden dadurch nach dieser Rechnung erzielt, dass das Produktivitätswachstum 0,3% beitragen sollte. Und 0,2% sollten von einer höheren Erwerbstätigkeit kommen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie soll das gehen? Denn überlegen Sie sich mal, gerade haben wir gesagt, seit 6 Jahren steigt die Produktivität nicht mehr. Und was ich gerade sagte, ist, wenn Sie das teilen oder die Zuhörer das teilen, sagte ich, was die machen, ist nicht zielführend, um diese Produktivität nach oben zu reißen. Das heißt, die 0,3 sind schon eine Luftnummer, ne, in dieser Potenzialrechnung. Zumindest was die Situation der letzten 6 Jahre angeht, wäre es eine Luftnummer. Die Erfahrung sagt das, wenn nicht was Gravierendes passiert. Die 0,2 der Erwerbstätigen, der Beitrag der Steigerung der Erwerbstätigen, ja, da bräuchten sie ja massive Fachkräftezuwanderung. Denn die Erwerbstätigen sinken ja in den nächsten Jahren, weil die Babyboomer in Rente gehen. Das heißt, sie müssen die Babyboomer ersetzen und neue dazu gewinnen. Wie soll diese Fachkräftezuwanderung passieren, wenn die Steuerbelastung für diese Fachkräfte so weit höher ist als in den konkurrierenden Ländern? Die OECD macht ja immer so Rechnungen, was ist denn die Steuerbelastung? Und da kommen die für einen alleinstehenden Menschen auf eine Grenzsteuerbelastung von 67%. Das ist ungefähr das Doppelte von den USA. Das ist, die sagen, ja, da gibt es viele Rabatte für Familien, bla bla. Aber die Fachkräfte, die kommen, also der indische Software-Spezialist, der muss jetzt erst mal selbst kommen und dann guckt er an und sagt, ai. Die nehmen mir von einem Gehalt, das jetzt noch nicht so viel höher ist als das, was ich in Silicon Valley kriegen kann, da nehmen die mir marginal 67% weg. Und dann habe ich noch die Sprache, das ist ja ein zusätzliches Investment. In den Englisch ist ja viel leichter. Und dann machen die einen Bogen drumherum um Deutschland. Wohingegen natürlich unser hervorragend ausgestattetes Sozialsystem ideal ist für alle, die über die Asylmigration nach Europa kommen. Die wollen ja nicht in Griechenland bleiben oder in Italien. Die wollen nach Deutschland, dort ist die Versorgung am besten. Das heißt, wir kriegen die falsche Zuwanderung über dieses System. Und die Rechnung des schon mickrigen Potenzialwachstums von 0,5 ist aus meiner Sicht sogar viel, viel zu optimistisch. Also ein Potenzialwachstum von 0? Ja, also ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs und habe die 70er Jahre bewusst erlebt. Also ich habe in diesen 70er Jahren habe ich studiert und habe dann Ende der 70er Jahre mein Examen gemacht, war dann in den 80er Jahren zum Teil in der Wissenschaft, im Kieler Institut, zum Teil dann auch in der Politikberatung beim IWF tätig, war dann später im Finanzbereich tätig. Also ich habe schon ein bisschen Wirtschaftshistorie der jüngeren Vergangenheit mitgekriegt. Aber ich muss Ihnen gestehen, ich glaube, dass es die Herausforderungen wahrscheinlich, wenn ich zurückschaue, noch nie so umfangreich waren wie heute.
Ich bin ja auch ein Kind der Nachkriegszeit, des Wirtschaftswunders, der stabilen Weltordnung. Wir waren ja unter dem Schutzschirm der Amerikaner, der NATO. Die liberale Wirtschaftsordnung wurde immer größer, die Sowjetunion zerfiel, man erhoffte sich, China öffnete sich. Das war alles eine Fortschrittsgeschichte. Und ja, das waren gravierende Probleme, der Nahostkrieg in den frühen 70er Jahren, die iranische Revolution Ende der 70er Jahre. Das war schon gravierend. Aber wenn ich das so zurückschaue, eine solche Veränderung der Welt, wie wir sie jetzt sehen, habe ich in meiner bewussten Lebenszeit, denke ich, noch nicht erlebt. Denn wir haben eine grundlegende geopolitische Umwälzung. Die Welt entwickelt sich von einer relativ stabilen Bipolarität, also dieses USA, Sowjetunion, und danach einer zeitweiligen Unipolarität, USA, der große Hüter der Weltordnung, und alle gehen rein und werden jetzt alle eine große Weltfamilie, Globalisierung und so weiter. Die Welt entwickelt sich von dieser Ordnung hin in eine instabile Multipolarität. Oder wenn Trump kommt, um Herr Fred Micklin zu zitieren aus seinem Buch Welt im Aufruhr, womöglich in eine Staatenanarchie. Der Trump, der wird mal den, mal jenen begünstigen, der macht einen Deal mit dem Rocketman und dann ist der Rocketman wieder der Böse und so weiter. Da kann man sich nicht mehr darauf verlassen. Wir haben das. Wir haben, und das sieht Europa ziemlich allein stehend da. Wir haben diese geopolitischen Umwälzungen. Wir haben die technologische Herausforderung. Wir hinken bei der Digitalisierung hinterher, weiß jeder. Unsere Unternehmen sind alt und tun sich schwer, an diese Entwicklung anzuknüpfen. Wir haben halt keinen Elon Musk, der Raketen zum Mond schießt. Die Europäische Raumfahrtagentur tut sich schwer, eine Rakete hochzubringen. Der schießt dauernd. Und die beherrschen dann praktisch die ganze Satellitenpopulation im Weltall. Also wir tun uns schwer in der Digitalisierung und wir können bei der KI nicht mithalten. Es gibt vielleicht bei uns intelligente, innovative Menschen und es gibt klassische Start-ups in diesem Bereich. Aber wenn die eine gewisse Größe erreicht haben, dann sagen die immer, aber ich komme nicht weiter, ich muss jetzt in die USA, dort habe ich Wagniskapital, dort kann ich wirklich wachsen. Wir haben da nichts zu bieten. Also das heißt, wir sind technologisch in der Defensive, wir sind geopolitisch in der Defensive und leider fehlt uns diese Mentalität, die Ärmel hochzukrempeln und sagen, packen wir es an. Und das meine ich damit, dass ich bisher eine solche komplexe Krisenlandschaft eigentlich, wenn ich mich zurückdenke jetzt, noch nicht gesehen habe. Das ist die größte Herausforderung sozusagen. Ein Problem ist, dass es sich noch so gut anfühlt. Wissen Sie, wenn man hier in Deutschland rumgeht, ja, man schimpft über die Bahn, nichts funktioniert mehr mit der Bahn. Jetzt kann man auch nicht mehr sich mit dem Flugzeug bewegen, das wird bestreikt. Es gibt marode Brücken oder so. Gut, das sind so Ärgernisse, aber das ist noch nicht existenzbedrohend. Und das lullt einen ein. Das ist das sprichwörtliche Frosch im warmen Wasser, wo das Wasser immer heißer wird. Und da kommt es nicht zu dieser Umdenke, zu diesem Gefühl des Neuaufbruchs, was immerhin Gerhard Schröder in seiner Regierung geschafft hat. Die Blut-, Schweiß- und Tränenrede, die Schröder 2002 im Bundestag gehalten hat, die fehlt. Was lässt Sie denn hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, wie Sie geschildert haben, damit wir noch einen positiven Abschluss unseres Gespräches haben? Das sehe ich halt jetzt wenig. Das sehe ich wenig in der Berliner Regierung. Da habe ich eigentlich keine Hoffnung. Jetzt könnte man, und das ist jetzt aber ein bisschen weit hergeholt, man könnte darauf spekulieren, dass die Ampel zerfällt, dass sich eine neue Konstellation entwickelt, in dem die Nach-Merkel-CDU sich wieder auf ihre liberalen Prinzipien besinnt. Da gibt es gewisse Ansätze. Ich glaube, dass Carsten Linnemann in der Beziehung ein Hoffnungsträger sein könnte. Ich habe als ein Buch mit großem Interesse gelesen, das er in der Pandemiezeit geschrieben hat, also durch Deutschland fuhr und die Probleme benannt hat. Ich denke,
dass da jemand ein Politiker ist, der die Probleme sieht, aber er ist einer und er ist nicht an der Führungsspitze und die Partei, die das möglicherweise ändern könnte, weil sie sich neu erfindet, wenn sie sich neu erfindet, die CDU, ist in der Opposition. Also es ist nicht besonders, will ich sagen, hoffnungsvoll, was man in der deutschen Politiklandschaft sieht. Glauben Sie nicht, dass wir einen neuen Schröder-Moment erleben können, wenn der Druck steigt und dann mit einem Kraftakt die Wende gelingt? Ja, Herr Schemann-Fink, ich dachte mal, Olaf Scholz ist für Überraschungen gut. Ja, also ich fand ja seine Zeitenwende-Rede im Bundestag, da sagte ich, wow, der Mann hat einen Nagel auf den Kopf getroffen, aber dann kam nichts. Ja? Oder wenn er sagte, wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie. Kann man sagen, kommt nichts. Also ich dachte eine Zeit lang, Scholz wäre für sowas gut. Der hat ja auch in der Zeit in der SPD, in der Schröder-SPD mitgearbeitet. Aber ich muss Ihnen gestehen, ich habe meine Hoffnung, was den Bundeskanzler angeht, aufgegeben. Der Wirtschaftsminister hängt meines Erachtens ökonomischen Theorien an, die ich kontraproduktiv empfinde. Er hat mal gesagt, dass Mariana Mazzucatos seine Lieblingsökonomin sei. Das ist die Dame, Italoamerikanerin, die diese proaktive Industriepolitik favorisiert, wo der Staat als Unternehmer auftreten soll. Für mich ist das ein Oxymoron. Also ein Staat als Unternehmer ist, so, das geht gar nicht. Ne? Aber das stellt er sich vor und er will ja überall mit Subventionen rummachen und den Unternehmer spielen. Ich sage nur, wenn man sich anschaut, wenn der Staat Unternehmer ist, geht es eigentlich selten gut. Also von daher gesehen, denke ich, der Wirtschaftsminister hat meines Erachtens einen falschen ökonomischen Ansatz. Und bei dem Finanzminister fällt mir halt immer dieser Spruch von Karl Valentin ein. Wollen hätte ich schon mögen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Ich hatte auf ein positives Ende unseres Gesprächs gehofft, Herr Mayer. Da ist leider dann doch nichts draus geworden. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne.